Hallo und willkommen bei der 48. Folge bei den Sims. Es ist Dienstag und Alexei ist am gestrigen Tage geboren worden. Er ist momentan in der Wiege und schreit. Jamie steht davor und kann jetzt erst einmal mit ihm interagieren, ein bisschen mit ihm reden und ihn wiegen und füttern und so weiter und so fort. Die anderen beiden Jungs sind auch schon wach, die müssen ja gleich zur Schule. Und ja, es ist noch früh am Morgen. Da sieht man übrigens Alexei in der Nahaufnahme. Sieht aus wie jedes andere Baby. Ist ein kleiner Wurm. Relativ dunkelhäutig, so wie es aussieht. Mal gucken, wie er aussieht, wenn er erwachsen wird. Der Vater war ja oder ist ja Julian Offermann. Mir kam gar nicht so vor, dass der so dunkelhäutig war. Ich weiß es gar nicht mehr. Wir werden sehen, wenn Alexei altert, wie er dann aussieht. So, Carol und Flynn sind da unten und freuen sich. Der eine von beiden ist verspielt. So, Alexei altert jetzt. Da ist er. Er trägt eine Brille. Okay, die Haut ist nicht ganz so dunkel. Jetzt machen wir eine Fähigkeit. Ja, wir haben ja nur zu viel zur Auswahl und die ganzen Kinder. Er wird, da er eine Brille trägt, ein kreatives Wunderkind und ein Kunstliebhaber. So, und dann soll er direkt erstmal etwas frühstücken und die Hausaufgaben machen. An dem Tag muss er ja noch nicht zur Schule. Er ist ja jetzt gerade auch erst gealtert. Ich glaube, die anderen beiden gehen da gerade Richtung Tür. Cherry ist glücklich. Und ja, wir waren, glaube ich, da beim letzten Mal dran, sie auf Level 10 der Angelfähigkeit zu bekommen. Das bedeutet, wir gehen jetzt einmal angeln und diese Sequenz spule ich etwas vor, bis wieder etwas passiert. So, wir sind kurz vor der 10 und haben Level 10 jetzt soeben erreicht und eine Errungenschaft erhalten. Jetzt hat Cheria schon das Kochen und das Angeln auf Level 10 und wir können uns anderen Fähigkeiten widmen, damit die auch hochgehalten werden. So, zurück zu unserem Haus. Erstmal an den Kühlschrank. Cherry hat Hunger. Und der kleine Alexei ist immer noch am Steine sammeln. Wir sind ja immer noch in dieser Ostereiersuche. Cherry hat gerade ja ein Osterei auch noch erhalten. Das haben wir in das Regal gestellt, was wir aufgestellt haben. Da oben steht es. Und Alexei hat auch ein neues Osterei. Das heißt, wir haben die ersten 6 Ostereier schon da. Es fehlen also jetzt noch 6 weitere. Der kleine Alexei fühlt sich unwohl, der ist müde, der soll jetzt erstmal seine Kapseln auspacken und verkaufen, was zu verkaufen ist, beziehungsweise aufstellen, was aufzustellen ist. Und dann soll er auch ab ins Bettchen. Erstmal wird verkauft. 8400 Simoleons haben wir. Wenn man das mit dem Anfang vergleicht, ist das echt viel. So, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Eier mittlerweile. Ein weiteres. Das Gelbe ist noch neu. Ich glaube, das Pinke da haben wir schon. Das hat Jamie ja gerade gesammelt. Was mache ich da? Warum ist da oben jetzt eine Lücke? Egal. Ich werde wohl einen Grund haben. Vielleicht wollte ich die farblich sortieren. Wer weiß.
So, ab ins Bett mit Alexei. Ah. Jerrya ist am PC und daddelt Oh, wahrscheinlich. Benaza Wir haben ja immer noch die Peanut. Postkarten. Wir sammeln jetzt erstmal die Postkarten ein. Eine zweite Stadt ist aufgetaucht. Whitney Nova. Und wir suchen neue Brieffreunde. Ah, jetzt Quest. sehe ich erst, in dem Schreibtisch ist eine Blume in dem Metall, in dem Rollcontainer, in dem Metallrollcontainer eingraviert. Da steht einer und will uns besuchen. Und das ist sogar der Papa von Alexei, der Julian Offermann. Ein alter Herr. Ja, aber Alexei hat Besseres zu tun, der geht jetzt schlafen. Schlafen ist immer gut. Eine weitere Stadt für eine weitere Postkarte. Ja, Bean. Bombosa. Uff, So. Fibna. Wir können jetzt langsam mal wieder auf Männerjagd gehen. Willi. Wir plaudern jetzt mit Willi. Vadish. Pierre Kingston ist alt geworden. Pierre aus der allerersten Folge. Ah. Da sind die ganzen Kinder gewesen. Soll Flynn den Klassenkameraden Repeat zu sich einladen? Da Flynn und Repeat zusätzlich ja auch noch Brüder sind, warum nicht den Klassenkameraden? Repeat ist der Bruder von Flynn. Das siebte Kind. Flynn ist das neunte. Die sind gar nicht so weit auseinander. Simsei? Ah, Jasper. Mit wem chatten wir? Mit Sebastian Theissen? Sebastian Theissen, den kennen wir schon. Sebastian Theissen ist der Vater von Juri. Die Regel besagt ja, keine Männer zweimal. Zack, Hausaufgaben machen. Der eine bleibt vor der Tür stehen. Ohne Brille ist Alexei ganz hübsch. Jetzt geht Repeat erstmal rein und nervt ihn im Schlafzimmer. Und die Computerbraut sitzt immer noch vorm PC. Jetzt laden wir einfach mal jemanden ein. Wollen wir es immer noch mal mit Pierre versuchen? Yep. Pierre wird eingeladen. Femboy Barovi, Mal gucken, was er sagt. Gungeneansa, Warno Ooks, Der ist gerade beschäftigt, das war klar. Okay. Auf ein neues. Wen laden wir jetzt ein? Jens Krämer. Der ist übrigens aus dem anderen Spiel. Den Willi. Und den Freddy. Irgendeiner muss ja kommen. Willi, Freddy, Jens. Jens ist beschäftigt, Willi ist beschäftigt. Das bedeutet, Freddy kommt. Das heißt, wir sprechen mit Freddy. Freddy ist ja auch aus der Krämer-WG. Ich muss die mal weiterdrehen, aber erstmal, es ist nicht mehr lange. Dann bin ich fertig mit dem Nachsynchronisieren. Es kommt nur noch ein Kind und dann bin ich wieder live. Das alles noch von April 2015. Und es ist echt nicht mehr viel. Ich glaube, ich habe noch zwei Dateien, die ich verwursteln muss. Ich weiß nicht, wie viele Tage das sind. Ich spiele manchmal mehrere Tage hintereinander. Aber es ist echt nicht mehr lange und dann freue ich mich auch schon, das weiterzuspielen. Es ist schon ein bisschen langweilig, das Ganze nur zu besprechen. So, Freddy ist mittlerweile da.
Und wir quatschen jetzt mal mit ihm. Da er ein alter Zeitgenosse ist, freuen wir uns auch recht schnell an. Flynn hat derzeit die Hausaufgaben fertig gemacht. Carol ist verspielt, der war ja in der Badewanne planschen, guckt jetzt Fernsehen. Jetzt soll er auch mal die Hausaufgaben machen. Und wir schmeicheln Freddy weiterhin. Sein Oberteil passt übrigens zu ihrem Kleid. Sie haben auch dieselbe Schuhfarbe an. Wenn das jetzt nicht funkt, wegen der Schuhfarbe. So, alle Interaktionen durchgehen, die funktionieren. Bane Wexa? Nerxka Shira? Panaru Jasapa? Grinia Hispalip? Da ist Gorge. Gorge kommt auch zu Besuch. Hat hier eine bunte Rose an sich jetzt erst. Wula Epni. Mit Gorge verstehen wir uns auch ziemlich gut. Wir sollen erst mal rein. Er steht im Weg. Jungi Plavum. Tinova Suwong. Goni. Oh, Burl Pando? Samzo. Oh. Oh, das Flirten klappt. Flynn hat mittlerweile Level 3 der Sozialfähigkeit erhalten. Alles passiert im Hintergrund. Und Alexei schläft immer noch da oben. Champion tänzelt rein. Liest sie jetzt ein Buch? Sie wollte jetzt ein Buch lesen. Warum wollte sie jetzt ein Buch lesen? Zack, unterbunden. Da kommt sie wieder. Angetänzelt. Oh Gott, ist jetzt auch klar, dass die Kinder da hinten im Wohnzimmer erstmal hier Trickfilme schauen. Das erste Stückchen rosa Balken. Es läuft also sehr gut. Da machen wir direkt mal weiter. Seems the dolphin. Turinga. Oh. Mobsy Grove. So, ich spule das mal vor. Puno Waba. So, das Anbändeln hat doch ganz gut geklappt. Ah, die Kinder sind alle, ja, bis auf einer noch wach, obwohl es schon so spät ist. Wir lassen jetzt noch ein bisschen laufen. Wir testen jetzt nämlich gerade. Ja, es hat geklappt. Freddy gerade erst kennengelernt und schon wird er Vater. Ja, das heißt, Carol Flynn und Alexei kriegen ein Schwesterchen. Das letzte Baby in dieser nicht-liven-Folge. Und ja, weil es schön ist, gucken sie jetzt erstmal Fernsehen zum Abschluss. Da Alexei ja den ganzen Tag verschlafen hat, ist er auch noch hellwach und guckt mit. Ich lasse die drei jetzt mal Fernsehen gucken und verabschiede mich für heute. Wir sehen uns dann in der 49. Folge und ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!